Guten Morgen und herzlich willkommen zur Google Summer Academy 2021. Wir treffen uns heute, um uns mit dem Kampagnentracking von Google zu beschäftigen. Und da haben wir wieder viele praktische Übungen vor. Ich werde wie immer eine kurze theoretische Einführung für euch geben. Und wir werden dann das Ganze einmal in der Praxis gemeinsam ausprobieren. Dazu sehen wir auch verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Und last but not least ist natürlich wichtig, aus dem ganzen Thema nachher auch einen vernünftigen Bericht herauszuziehen. Das heißt, wir werden, soweit es die Zeit zulässt, aber ich bin optimistisch, hier mit einem kleinen Data Studio Report enden, sodass ihr praktisch von Anbeginn, Anfang Kampagnentracking, zwischendurch Überprüfung der Aktivitäten bis hin zur Auswertung alle Arbeitsschritte auch parat habt und das dann für euch selbst implementieren bzw. nachvollziehen könnt. So, da sollten wir jetzt größtenteils alle eingesammelt haben, die sich für heute auch angemeldet haben. Und wie versprochen, geht es jetzt auch direkt los. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir werden hier gemeinsam heute über das Thema Google Kampagnentracking sprechen. Wir werden das Ganze speziell hier in Verbindung mit unserem Google Analytics 4 durchnehmen, wobei es grundsätzlich genauso gut mit dem Universal Analytics funktioniert. Da gibt es also in der Praxis keine Unterscheidungen. Wir werden uns dazu das sogenannte Kampagnentracking, den Campaign-URL-Builder anschauen. Wir werden sehen, wie wir einen entsprechenden Report hier gemeinsam aufsetzen. Und ja, das kennt ihr von mir. Kleine Mischung. Wir haben ein paar Folien wieder vorbereitet. Wir werden aber das meiste dann hier auch gleich gemeinsam in der Praxis durchführen, sodass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr mich nachher hier tatkräftig unterstützt. Ich werde euch dann jeweils auffordern, bei bestimmten Sequenzen aktiv mitzuarbeiten. Da brauche ich eure Hilfe, damit wir hier ein optimales Ergebnis auch rausbekommen. Im Anschluss share ich mit euch hier zunächst dann auch einmal den Report, den wir gemeinsam erstellen werden mit dem Google Data Studio. Ich habe da so ein kleines Hilfsprogramm, was wir im Rahmen des Tools kennenlernen, was auf Google Tabellen aufgebaut ist. Das würde ich euch dann auch zur Verfügung stellen. Wir zeichnen wieder auf und mit etwas Verzögerung werden auch hier wieder die Filme auf YouTube nachher mit eingestellt. Da haben wir ja extra für Atelier Digital und die Zukunftswerkstatt einen YouTube-Kanal, in dem schon viele andere Videos zu finden sind. Also da einfach nochmal reinschauen und da sind wir dann für euch in diesen Bereichen entsprechend mit am Start. So, wie immer, ihr kennt das vielleicht schon von mir, wenn ihr mich schon mal im Webinar gehabt habt, unten rechts in der Ecke findet ihr so ein Icon für das Chatfenster. Hier im Chat sind auch schon einige dabei mit herzlichen Morgengrüßen, die wir natürlich gerne an der Stelle wieder zurückspielen. Und da ist bitte der Punkt, wo ihr gerne auch alle eure Fragen stellen könnt. Also könnt ihr direkt hineinposten. Ich werfe also regelmäßig während meines Vortrags hier einen Blick in diesen entsprechenden Bereich hinein und schaue, was es da so gibt. Versucht also jeweils, wenn ihr irgendwo eine Frage habt, das direkt dort auch zu hinterlassen. Dann kann ich da immer zeitnah drauf eingehen und eben hier so bestmöglich für euch den heutigen Tag entsprechend gestalten. So, das wäre das von meiner Vorrede. Ja, mein Name ist Joachim Schröder. Ich denke, der ein oder andere hat mich schon mal in einem Webinar gesehen, getroffen und ich freue mich, dass ihr alle hier wieder mit am Start seid. Einige bekannte Gesichter bzw. Profile sehe ich hier und das freut mich natürlich umso mehr, wenn ihr dann auch hier in der Zukunft uns wieder mit eurer Gegenwart unterstützt. So, kommen immer noch so ein paar vereinzelt rein. Dann klingelt es mal bei mir im Ohr, dann muss ich die kurz aktivieren, damit die auch Zugriff haben. Aber ich denke, da sind wir jetzt schon relativ fortgeschritten. Das sollte soweit funktionieren. So, worum geht es grundsätzlich, wenn wir uns hier mit dem Thema Kampagnen-Tracking beschäftigen? Dann müssen wir uns natürlich mal mit unseren allgemeinen Online-Marketing-Aktivitäten auseinandersetzen, mit denen wir so aktiv sind. Also, was konkret macht ihr für eure Webseite? Wie bewerbt ihr die Webseite? Was habt ihr
für Dinge, die ihr dort regelmäßig tut. Ich habe hier mal so eine kleine Liste möglicher Online-Marketing-Aktivitäten einfach schon mal vorbereitet und mitgebracht. Und ich denke, hier werdet ihr euch in vielen Bereichen wiederfinden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der ein oder andere von euch regelmäßig einen E-Mail-Newsletter versendet, wo er auf bestimmte Informationen, Aktionen auf seiner Homepage aufmerksam macht. Das Gleiche werden die meisten auch auf ihren Social-Media-Kanälen tun. Das ist ja immer wichtig, wenn ich eine Aktion auf der Webseite fahre, die natürlich möglichst intensiv auf allen anderen Kanälen zu begleiten, ja, damit ich das Optimum sozusagen an Besuchern auf diese Interaktion bekomme und damit natürlich dann unsere sogenannte Conversion auch auslöse. Social Media, ja, ob das jetzt Facebook, LinkedIn, Xing, Pinterest, Instagram oder sonstiges ist, hat hier in der Regel dann ja immer die Aufgabe und das Ziel, den Besucher aufmerksam zu machen und dann zur Aktionsseite, zur Landingpage bei uns im Internetauftritt zurückzuleiten. Darum geht es also und das wollen wir natürlich hinterher auch auswerten. SEA, also Search Engine Advertising, ist natürlich hier auch ein wichtiges Tool. Google Ads können wir hier an dieser Stelle mal für unser Kampagnentracking schon netterweise rausnehmen. Warum? Ja, weil die Google Tools natürlich untereinander verknüpft werden und ohnehin immer die Informationen dann austauschen können. Das heißt, da fließen entsprechend die Informationen auch schon hinein. Das kennt ihr. Wir haben ja auch im Google Analytics-Seminar hier gemeinsam die Konten verknüpft, also sprich Analytics-Konto mit Google Ads-Konto, genau mit dem Zweck, dass ich natürlich alle Google Ads-Interaktionen dann auch innerhalb vom Analytics-Account auswerten kann. Das läuft automatisch, aber es gibt ja noch andere Plattformen, auf denen man SEA schalten kann. Ja, vielleicht hat der ein oder andere mal mit Microsoft-Anzeigen hier schon gearbeitet oder anderen Formaten. Das wären ja die Beispiele, die hier vielleicht im SEA-Bereich noch dazukommen können. Ja, auch wer regelmäßig im Videobereich aktiv ist, versucht natürlich dann in seinen Beschreibungen immer netterweise wieder eine Verlinkung zur Homepage herzustellen. Im besten Fall nicht, wollen wir natürlich auch hier wieder den Zuseher an der Stelle dann motivieren, unsere Website im Anschluss zu besuchen, um hier mit dieser Aktion nachher weiterzuarbeiten. Also denke gerade aktuell Videomarketing auch ein Thema, was enorm boomt, genauso wie jetzt im Rahmen der letzten 2 Jahre ja auch, ich sage einfach mal, alle Videoformate ja fast explodiert sind von der Anzahl der Zuseher, die hier eingeprasselt haben, weil dank Homeoffice und Co. wir uns natürlich dann sehr intensiv auch damit beschäftigen konnten. Das hängt natürlich dann gerade auch in der aktuellen Situation. Affiliate Marketing ist immer schon per se darauf ausgerichtet, entsprechende ja, Besucher einer Webseite zuzuführen, hier in dem Fall natürlich dann als kommerzielles Tool, das ist auch klar. Losgelöst von Google Ads schaltet der ein oder andere vielleicht auch allgemeine Display-Werbung, wo er eben über entsprechende Banner dann zur Webseite wieder zurückverlinkt. Der gute alte QR-Code scheint zurzeit so ein gewisses Revival zu haben. Ich sehe sie zumindest zunächst wieder wesentlich öfter, ne? Und wer von euch möchte nicht gerne mal auswerten, wie viele Leute haben eigentlich hier den Link vom QR-Code eingescannt und sind damit zu mir auf die Webseite gekommen, ja, weil ich diesen Link mit viel Aufwand auf mein Plakat bringe, weil ich den vielleicht in meinem Katalog abgebildet habe, weil er vielleicht auf irgendeinem Aufkleber platziert ist, whatever. Also das ist natürlich auch immer nachher die Frage, funktioniert das überhaupt? Wie viele Leute nutzen nachher so eine Technik? Und genau darum geht es ja, so etwas transparent und auswertfähig zu gestalten. Ja, das wollen wir uns natürlich hier an dieser Stelle nicht nehmen lassen. Ja, dazu Content Marketing versuchen wir natürlich für uns selbst in allen möglichen verschiedenen Blogs und Foren immer Aufmerksamkeit zu schaffen, indem wir da einen dezenten Link zu unserer Webseite platzieren. Ja, auch hier wieder in der Hoffnung, dass das eben gern gelesen wird, dass die Leute den Sachen folgen, um eben damit zu mir zu kommen, um im Idealfall zu entsprechend konvertieren. Und ja, die gute alte Pressemeldung wird auch hin und wieder noch verwendet. Im SEO-Bereich werden viele Links platziert. Und bei all diesen Sachen, ja, geht es nachher darum, die Frage zu beantworten, wie kann ich das eigentlich transparent nachher abbilden? Das heißt,
wo finde ich hier überhaupt entsprechende Auswertungen, konkret in meinem Google Analytics Account, wo ich genau auswerten kann, wie viele Besucher hat mir denn hier die ein oder andere Maßnahme überhaupt sozusagen auf die Webseite gebracht und wie können wir mit diesen Themen in der Zukunft besser umgehen, damit wir eine höhere Transparenz haben und damit natürlich in der Lage sind, hier unsere verschiedensten Aktivitäten auch gegenüberzustellen, ja, um zu sehen, was ist hier der Hero, was funktioniert für mich am besten, was ist für mich hier vielleicht eine Werbeform, die ich komplett vergessen kann, weil die bei mir aus Gründen heraus so gar nicht funktioniert. Das sind genau die Fragen, die wir im Laufe des Tages heute versuchen zu beantworten und entsprechend hier zu klären. Das heißt, wir wollen immer über unsere Online-Marketing-Aktivitäten Besucher zurück zu unserer Webseite führen. Das ist die Aufgabenstellung und genau das wollen wir nachher transparent im Analytics-Account abbilden, genau auswerten zu können. Wie können wir diese Besucher identifizieren und damit natürlich das Ganze einer entsprechenden Auswertung zuführen? Das werden wir uns hier jetzt in der Folge anschauen. Ja, geht das nicht automatisch? Wäre jetzt natürlich hier gleich die erste Fragestellung. Ich habe doch so ein tolles Analytics-Konto, da kann ich doch reinschauen und da sehen wir doch alle möglichen Informationen, die wir hier in der Abbildung entsprechend drin haben. Und wie läuft es denn in den verschiedenen Bereichen? Da sind wir noch mit Sicherheit hier schon aussagefähig, aber genau dem ist eben in der Standardkonfiguration nicht so. Und das ist der Grund, warum wir eben hier einfach mal in das Thema einsteigen wollen. Ich kann ja mal spaßeshalber hier kurz einen entsprechenden Analytics-Account für euch öffnen, damit wir das nochmal ganz kurz visualisieren. Das heißt, wenn ich heute hier im Standard in das System hineinschaue, ne, dann haben wir hier, das wäre dann in dem Universal Analytics, der Bereich Akquisition, in dem wir uns hier bewegen. So, warte mal, ich mache euch das mal ein bisschen größer, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, so, das ist zu groß. So 150% sollte aber für euch ganz gut funktionieren. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ja, und hier haben wir im Regelfall die Zugänge. Das wird jetzt hier nach Channel-Gruppierung aufgebaut, aber wir stellen das mal eben um auf Quelle Medium, weil da kann man das ganz gut sehen. So, und hier ist jetzt immer die Frage, wie können wir denn hier verschiedene Dinge nachher auswerten und zuordnen? So, und wir sehen, dass wir hier verschiedenste Quellen haben, aus denen Besucher kommen. Und unter anderem haben wir zum Beispiel hier eine Quelle, die heißt Google CPC. CPC steht hier für Cost per Click. Das heißt, das ist schon mal eine Quelle, die eben hier direkt der Google Ads-Kampagne zugeordnet ist, ja, die automatisch über die Verknüpfung der Konten hier funktioniert. Und damit sehen wir zum Beispiel hier transparent, dass wir hier jetzt schon die Möglichkeit haben, eine Auswertung zu treffen. So. Aber andere Dinge finden wir hier jetzt weniger wieder. Und da muss man sich das natürlich dann anschauen. Wir können nochmal auf Verweise zum Beispiel hier auch gehen. Haben wir jetzt hier auf dem Achter, da haben wir alle Verweise draußen. Okay, kein Thema. So, eben hier mal den Zeitraum etwas vergrößern, damit wir da Zahlen haben. So, das heißt, ich sehe hier zwar aus einem gewissen Umfeld, dass Besucher kommen. Ja, ich kann also hier zum Beispiel erkennen, oh, hier Zeile 8, da kommen auch Besucher über Facebook. Ja, aber ich kann es nicht zuordnen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Besucher ist, der über mein eigenes Facebook-Profil gekommen ist, der auch vielleicht konkret über die Maßnahme gekommen ist, die ich gerade auswerten möchte. Es kann genauso gut ein Besucher sein, der über irgendeinen dritten Post zu mir auf die Webseite gelangt ist, ja, und es muss nicht zwangsläufig was mit meiner Marketingaktivität zu tun haben, die ich jetzt hier gerade im Fokus habe. Das heißt, da ist natürlich das Tool logischerweise beschränkt und wird uns hier an dieser Stelle nicht weiter Auskunft geben können. Wir haben auch hier nur schwer die Möglichkeit zuzuordnen, ob das jetzt ein Besucher ist, der vielleicht über einen regulären Post von mir auf die Webseite gekommen ist oder der vielleicht über eine Anzeige zu mir geklickt hat. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Und da erkennen wir schon,
Das wäre natürlich cool, wenn ich solche Auswertungen nachher im System vornehmen kann, weil ich ja genau das nachher in der Realität betrachten möchte. Und das wäre genau die Aufgabenstellung, die wir ja hier gemeinsam bearbeiten können. Da ist im Grunde genommen genau der Ansatz heute für dieses Kampagnentracking, mit dem wir uns beschäftigen. Genauso könnte ich noch die Frage stellen, wo würde ich denn heute überhaupt einen Besucher identifizieren können, der über zum Beispiel eine Newsletter-Kampagne zu mir auf die Webseite kommt. Und da muss man sich ganz einfach kurz mal technisch so ein bisschen zurücklehnen und sagen, was gibt es da eigentlich alles für Möglichkeiten? Und da liegt es tatsächlich immer eigentlich eher an dem, wie der Empfänger des Newsletters arbeitet. Habe ich zum Beispiel bei mir auf dem Notebook ein E-Mail-Programm, E-Mail-Client, wie zum Beispiel, was gibt es da, so ein Microsoft Outlook zum Beispiel installiert. Das heißt, ich bekomme den Newsletter zugesendet, empfange den in meinem entsprechenden Outlook, klicke jetzt im Outlook auf die Newsletter, sage, oh, das interessiert mich, klicke jetzt auf den Link, den ihr ja netterweise für mich dort platziert habt, ja. Dann öffnet sich ja sofort ein neues Browserfenster, ja. Und in diesem Browserfenster wird also der Inhalt mit der Seite von dem Link entsprechend geöffnet. Aus Sicht von Google Analytics wäre das übrigens ein direkter Besucher, weil Analytics an der Stelle keine Informationen verfügt, dass dieser Besucher vorher in meinem Outlook gewesen ist. Also sagt er, weiß ich nicht, Fenster hat sich geöffnet, direkt mit der Adresse drin, also direkter Besuch. Das wäre hier die Zuordnung. Also kann ich gar nicht vernünftig auswerten. Bekommt jemand den Newsletter, der seine E-Mail-Adresse bei einem freien Provider verwaltet, was weiß ich, so ein GMX-Net oder irgendwie sowas in dieser Richtung, ja? Das heißt, da wäre die klassische Vorgehensweise, ich melde mich über den Webbrowser bei GMX auf der Oberfläche an, ja, rufe meinen Mail-Account auf im Webbrowser, sehe dann den Newsletter und klicke auf den Link. An der Stelle erkennt Google Analytics zumindest schon mal, okay, der kommt von der GMX-Seite. Also er kann mir hier über den Verweis, über den Referrer jetzt zuordnen, okay, der kommt zum Beispiel über diesen Account. Wir sehen es hier im Beispiel in Zeile 11, kommt zum Beispiel die Leute über mail.google.com, also hier über den Mail-Server von Google an der Stelle. Das heißt, da kann ich schon auch wieder eine gewisse Zuordnung machen, aber ihr seht, ich habe ja keine weitere Information und kann es auch dort wieder nicht konkret einer Kampagne, einer speziellen Situation zuordnen. Das ist die Sache, die man hier mitnimmt. Und so kann man das an der Stelle mitnehmen. So, das ist jetzt hier erstmal Status quo, wenn wir sozusagen out of the box mit den entsprechenden Tools arbeiten. Und das ist jetzt hier genau der Punkt, worum es geht. Das heißt, im Rahmen des Kampagnentrackings werden wir gleich gemeinsam hier einen Link erstellen, der, ich sag mal, hier steht maschinenlesbar ist, der also genau unseren Google Analytics Account mit den Daten versorgt, die für uns wichtig sind und mit denen wir nachher hier in der entsprechenden Auswertung auch wunderbar arbeiten können und damit auch direkt was anfangen können. Ja, also das ist genau das, was wir jetzt hier gleich gemeinsam machen werden. Und dazu werden wir den sogenannten Campaign-URL-Bilder benutzen. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht schon. Und wir werden auch gleich den hier gemeinsam betrachten. Ich sehe hier nun schon zwei Fragen aufgetaucht. Meine Google Ads-Kampagne mit anderen Kampagnen arbeiten muss, wahrscheinlich den Parameter der URL. Also bei Google Ads-Kampagnen gibt es keine Notwendigkeit, mit dem Kampagnenbilder zu arbeiten, weil, wie gesagt, wenn Ads mit Analytics verknüpft ist, alle Informationen über Kampagne, Anzeigengruppe, Keyword etc. automatisch auch zu Analytics übertragen werden und ich kann es dort direkt auswerten. Das ist ja das, was wir hier gerade auch schon gesehen haben oder sehen können. Das heißt, geh mal eben hier auf Google Ads drauf. Das ist hier im Akquisitionsbereich die Auswertsituation und dann sehen wir, da laufen alle relevanten Kennzahlen, Informationen in das System hier entsprechend hinein. Ja, und da habe ich jetzt hier alle Kampagnen und ich kann in die Kampagnen reingehen, kann mir die Anzeigengruppen anschauen und habe dazu automatisch hier sämtliche Leistungsdaten auch im System. Das ist also wirklich völlig unproblematisch. Da braucht man sich keinerlei weitere Gedanken machen. So.
Die Frage von Christoph habe ich nicht verstanden, die stellen wir mal kurz zurück. So, wir widmen uns jetzt mal dem Kampagnen-Tracking in Form von dem Campaign-URL-Builder. Und das ist eben hier ein spezielles Tool, was ihr verwenden könnt. Ich stelle euch den Link hier direkt mal im Chatfenster zur Verfügung. So, da ist er. Und dann könnt ihr die Seite schon mal parallel dazu mit mir öffnen. Ja, und da werden wir jetzt einmal gemeinsam durchgehen, um zu verstehen, wie das aufgebaut ist und was es in dieser Konsequenz hier eigentlich auf sich hat. So, das heißt, dieser Campaign-Builder ist erstmal hier eigentlich nur ein kleines Hilfstool, was wir verwenden können, aber überhaupt nicht verwenden müssen. Also ich kann den Link theoretisch auch, wenn ich weiß, wie es geht, über einen Texteditor zum Beispiel erstellen, das ist überhaupt kein Thema. Aber hier sind halt alle Komponenten zunächst erstmal sehr gut beschrieben. Ja, die kann ich dann hier gut erkennen und zuordnen. Und das ist erstmal natürlich sehr hilfreich. Und darum empfehle ich das in der Anfangsphase natürlich erstmal hier mitzunehmen und mitzubenutzen und mit diesem Tool erstmal zu arbeiten, bis man so diese Grundfunktion adaptiert hat und entsprechend verstanden hat. So. Ich habe heute wieder unsere Beispielseite, die kennt ihr schon aus dem Tech Manager Training und Co. mitgebracht. Die nehmen wir hier wieder einfach mal als kleine Testseite. Hier haben wir eine Beispielseite aufgebaut. Und ich tue einfach mal so, als ob diese Beispielseite jetzt meine Kampagne enthält, die ich jetzt hier eben über die verschiedenen Kanäle gerne bewerben möchte. So, und darum wäre das ja die Ziel-URL, die wir zum Beispiel im Newsletter platzieren, ja, die ich auf meinen Social-Media-Kanälen poste, ja, die ich aus allen Rohren mit Werbung befeuere, damit wir natürlich so viel wie möglich Besucher hier erstmal bekommen, die sich also hier unsere wunderbare Zielseite nachher anschauen. Also das ist erstmal unsere Zielseite, die Landingpage, die wir hier bedienen wollen. Und wir sehen, da gibt es hier oben ein Feld für, das ist nämlich die Website-URL. Und genau da tragen wir hier entsprechend unsere Zielseite im System auch entsprechend ein. Also erster Arbeitsschritt. So, dann sehen wir, dass es hier verschiedenste weitere Informationsfelder gibt, teilweise Pflichtfelder, das erkennt ihr hier an dem Sternchen, teilweise optional, erkennt man daran, dass dann kein Sternchen da gesetzt ist. Ich würde euch einfach empfehlen, grundsätzlich immer drei Felder mit Inhalten zu belegen. Und zwar bitte am besten immer eine Kampagnenquelle, sprich die Campaign Source. Dann das Kampagnenmedium, Campaign Medium und den Kampagnennamen, weil das sind in der Regel alles Informationen, die ihr ohnehin zur Verfügung habt und die ihr eben hier relativ einfach auch mit der Position dann eure ganzen Aktivitäten beschreiben könnt. Also die Daten werden hier in der Regel ohnehin vorhanden sein. Also bitte immer mit Campaign Source gleich Quelle, Medium und Kampagnennamen arbeiten. Dann macht ihr euch das Leben in der Auswertung nachher wesentlich einfacher. Wer gerne mehr Informationen hinterlegt, kein Thema. Ihr könnt euch noch dazu eine Kampagnen-ID im System eintragen. Ihr habt noch einen Campaign-Term, den ihr mit Leben füllen könnt. Dazu haben wir noch weiteren Contain-Content. Also ich kann natürlich wesentlich mehr Informationen da noch reinpacken. Aus meiner Erfahrung wäre ich schon froh, wenn ihr das schafft, hier wenigstens die ersten drei Standardparameter mit im System einzustellen. Das wäre hier zunächst erstmal wichtig. Angela, nein, der Kampagnenbilder kann nichts analysieren. Der ist nur dazu da, einen Link zu erzeugen. Was anderes tut er nicht. Die ID kann jeder sich selbst ausdenken. Wenn ihr also hausintern eure Kampagnen durchnummeriert, dann könnt ihr einfach hier diese Nummerierung auch ohne Probleme mit im System führen, um einfach eine bessere Zuordnung zu haben. Also ID muss jetzt hier nicht aus dem Ads-Konto herauskommen, sondern kann eine ganz normale, allgemeine Information sein, die ihr einfach bei euch im System intern in der Zuordnung habt. Da es optional ist, lasse ich das jetzt einfach weg. Wir werden heute für das Beispiel nur mit der Quelle, mit dem Medium und mit dem Namen arbeiten. Das ist hier jetzt die Vorgehensweise,
die ich an der Stelle für mich gewählt habe. So. Wir bleiben bei unserem Beispiel. Ich hatte ja zunächst gesagt, wir wollen jetzt hier diesen entsprechenden Ziellink im Rahmen von unserem Newsletter an der Stelle hier verwenden. Das heißt, ich würde hier jetzt auch entsprechend die Kampagnenquelle ändern. In dem Fall tragen wir einfach mal dort den Begriff Newsletter ein. Wir haben dann diesen Newsletter, den wir überraschenderweise per E-Mail versenden werden. Und der Kampagnenname, den können wir direkt mal so stehen lassen. Das ist unsere Summer Academy 2021, mit der hier jetzt wir diese Aktion nachher intern zuordnen werden. Im Rahmen dieser Kampagnen, dieses Kampagnennamens haben wir natürlich viele verschiedene Online-Marketing-Aktivitäten am Start. Also der wird jetzt hier gleich Bestand haben und mehrfach auftauchen. Und damit werden wir dann im System entsprechend arbeiten. Also Ziel-URL, Quelle, Medium und Kampagnenname. Das sind die Elemente, mit denen wir hier an der Stelle arbeiten werden. So, scrollen wir ein bisschen weiter. Und jetzt finden wir hier in diesem weißen Kasten die generierte URL aus dem URL-Campaign-Tool. Und wir sehen, die enthält zunächst erstmal führend auch die Ziel-URL 1:1. Und genauso funktioniert sie übrigens auch. Das heißt, diese URL, die wir jetzt hier bitte dann gleich verwenden werden, die wird genau auch im Rahmen dieser Ziel-URL funktionieren und den Besucher genau an die Stelle bringen, so wie wir es hier vorgesehen und vorgegeben haben im System. Also alles easy, überhaupt nichts Kompliziertes dabei. Und jetzt sehen wir, dass der das Kampagnen-Tool hier ganz einfach weitere Informationen verknüpft hat. Und zwar werden die einfach hier mit einem Fragezeichen jetzt sozusagen drangehängt. Da könnt ihr es sehen. So, und hier sehen wir, dass dort jetzt die Parameter auftauchen. Und zwar UTM Underline Score ist mit der Information Newsletter gefüllt. Deutsches und. UTM Underline Medium enthält die Information E-Mail und UTM Underline Campaign enthält die Information Summer Academy 2021. Das heißt, über diese Parameter werde ich entsprechend hier die Daten sozusagen nachher zur Verfügung stellen. Und das ist das, was wir dann eben innerhalb von unserem Google Analytics Account auch genauso auswerten werden. Das heißt, unser Analytics erkennt bei einem eingehenden Link automatisch, dass diese Kampagnen-Tracking-Parameter im Link mit implementiert sind und kann die entsprechend direkt auslesen und weiterverarbeiten. Das heißt, Analytics wird hier genau reinschauen und sagen, ah, prima, da hat mir jemand eine Kampagnenquelle mitgegeben und ich sortiere diesen Besucher unter dem Begriff Newsletter ein. Die Person hat mir netterweise auch ein Medium mit auf den Weg gegeben. Das heißt, der Besucher wird dann noch unter der Schublade E-Mail abgespeichert. Und last but not least hat er auch den Kampagnennamen noch mit dazu geordnet. Und auch das wird dann logischerweise hier im entsprechenden Analytics-Account ermittelt und dort entsprechend eingestellt. Also genau so funktioniert es dann hier in dieser Konfiguration. So, das heißt, was machen wir? Ganz einfach, wir schnappen uns jetzt mal an dieser Stelle per Copy-Funktion diesen entsprechenden Link. So, und ich nehme einfach mal hier einen leeren Browser. Wir geben den Link hier oben mal einfach rein in das System. Und damit also jetzt hier die entsprechende Zielseite auf. Und ihr seht schon mal, aha, wenn ich da oben mal genau hinschaue, dann sehe ich, dass auch dort alle URL-Parameter hier aus dem Kampagnen-Tracking-Tool mit übergeben sind im Link. Also wir haben erstmal genau die Ziel-URL und dann folgen die Parameter UTM Source Newsletter, UTM Medium E-Mail und Campaign hier mit Summer Academy 2021 im System. So. Und genau diese Information kann nun netterweise unser Google Analytics hier entsprechend auswerten und zuordnen. Und da können wir genau mit diesen Informationen und Berichten entsprechend arbeiten.
So, da bin ich. Hat klar gedauert, war erst hier im falschen Account noch. So, das heißt, wir sind jetzt hier in unserem Google Analytics Account parallel jetzt drin. Im Google Analytics Account gehen wir jetzt hier auf den Echtzeitreport. Im Echtzeitreport bin ich jetzt hier auf dem Menüpunkt der Besucherquellen drauf. So, und hier finde ich jetzt gerade verschiedene Besucher. Ihr scheint das parallel, haben das einige von euch direkt mal mitgemacht. Und genau dort finden wir jetzt die Auflösung. Das heißt, hier sind jetzt zwei Besucher im System, die über die Quelle Newsletter gekommen sind. Ja, das ist genau die Quelle, die wir hier unter UTM Source eingetragen haben. Dann sehen wir, entwickelt sich das weiter. In dem Fall kommen wir hier über das Medium E-Mail. Ja, auch da sehen wir, haben wir jetzt hier genau den Parameter an dieser Stelle entsprechend ausgelesen. Und last but not least, ich kann jetzt also hier nochmal einmal weiter ins System mich hineinbewegen, finden wir, na los, einmal nachladen, jetzt auch noch den Kampagnennamen, in dem Fall hier unsere Summer Academy 2021. Ja, das ist exakt das, was wir jetzt hier genau aus diesem Link sozusagen an Infos herausgezogen haben. Und das hat unser Google Analytics an der Stelle automatisch im System erkannt und damit hier entsprechend dann auch direkt diese Zuordnung und Auswertung vorgenommen. So, das heißt, wir sehen hier wunderbar, dass wir genau jetzt in der Lage sind, diesen Besucher, der über diesen Kampagnen-Tracking-Link kommt, bei uns im Analytics-Konto dann entsprechend hier A zu erkennen und damit natürlich im späteren Verlauf auch bitte genau hier die entsprechenden Auswertungen zu machen. Ja, das ist das, was wir hier natürlich jetzt gemeinsam tun werden. Und so können wir entsprechend hier im System entsprechend arbeiten. Also da haben wir alle Möglichkeiten nachher am Start. So, und um das einfach mal zu zeigen, gebe ich euch mal eben hier den Link mit auf für diejenigen, die das jetzt einmal bitte nachvollziehen wollen. Ich kopiere euch das hier in das Chatfenster hinein. So, und ihr könnt einfach mal jetzt, ihr macht einfach mal, was machen wir denn? Ihr könnt euch eine eigene Quelle, ein eigenes Medium aussuchen. Packt bitte im Namen einfach mal rein Summer Academy und hinten packt da einfach euren Vornamen mit dran, damit wir auch sehen, dass eben hier verschiedene Informationen dann ins System hineinkommen. Also bitte eine eigene Quelle, ein eigenes Medium aussuchen, das dann über den Link im Tool entsprechend hier eintragen, ja, und dann einfach hier den Link rausnehmen, im Browser direkt hineinkopieren, die Seite entsprechend öffnen. So, und ich lasse einfach mal hier jetzt unseren Realtime-Monitor, den Echtzeitreport von Analytics mitlaufen. Hier sehen wir es schon. Ja, und hier sehen wir jetzt zunehmend entsprechend Besucher im System eintreffen. So, hier gibt es Leute, die haben Post als Medium eingetragen, Website eingetragen. Die Quelle heißt teilweise Newsletter. Hier ist Facebook oder Blog mit am Start. Und genauso können wir natürlich jetzt hier im weiteren Verlauf uns die Kampagnen dazu anschauen. Hier haben wir den Kampagnennamen, der hier jetzt mit reinkommt im System. Können wir hier auch wieder auf alle mit anwenden. Und da sehen wir wunderbar, das funktioniert direkt. Und so haben wir hier sämtliche Zuordnung im System, die wir hier jetzt entsprechend benötigen, um auf der Plattform später dann unsere Auswertungen im System zu fahren. Also da laufen konkret sämtliche Informationen ein. Ja, und jetzt haben wir eben überhaupt kein Problem, genau aus jeder Aktion, die wir nachher platziert haben, hier entsprechend die Anzahl der Besucher auszuwerten und zuzuordnen. Ja, genau das leistet dieses Kampagnen-Tracking. Das heißt tatsächlich für euch praktischerweise auf der Seite vom Google Analytics müsst ihr gar nichts tun. Also das beherrscht dieses Kampagnen-Tracking schon automatisch. Das ist sozusagen schon eingebaut im System. Eure einzige Aufgabe liegt tatsächlich nur darin,
sicherzustellen, dass bei allen Links, die ihr im Rahmen eurer Online-Marketing-Aktivitäten platziert, die eben zurück zu eurer Webseite zeigen und führen, dass ihr die entsprechend hier im System mit aufnehmt, immer drüber nachdenkt, wie kann ich das hier mit Leben füllen, ja, damit ihr wirklich genau nachher eine zuordnungsfähige Situation habt und eben hier bestmöglich auswerten könnt, was hat mir jetzt die einzelne Interaktion gebracht, wie können wir nachher hier in dieses Thema entsprechend mit der Auswertung einsteigen, ja, was haben wir hier für Möglichkeiten etc. Das ist genau das, was uns das Leben hier wesentlich vereinfacht. Und damit habe ich natürlich überhaupt erstmal die Möglichkeit, auch sämtliche Interaktionen dann im System später herauszubekommen. Ja, also und das ist natürlich wunderbar, wenn man sich das hier später anschauen kann, das dann auch hier im Verlauf entsprechend mitzunehmen. So. Das war schon mit einmal einer der wichtigen Teile und ich muss mal eben jetzt kurz bei euch in die Fragen hineingehen. So mit den Linksanalysen hatten wir schon, ID hatten wir auch schon beantwortet. Misst die URL aus dem Beispiel nur Links aus dem Newsletter raus oder auch Leute, die so auf die Beispielseite gelangen? Also alle, Maximilian, alle Personen, die auf einen Kampagnen-Tracking-Link klicken und darüber auf die Webseite gelangen, ja, die kommen jetzt hier mit einem entsprechenden Footprint auf die Seite, der, wie wir das hier nochmal sehen, diese Kampagnen-Tracking-Parameter beinhaltet. Alle Leute, die außerhalb meiner Kampagne kommen, weil sie die Seite direkt im Browser eingegeben haben, weil sie mich bei Google in der Suche irgendwo gefunden haben, weil sie keine Ahnung, über eben einen Link ohne Tracking-Parameter reinkommen, die kann das System auch nur ganz normal verorten, weil mir dann sagt, oh, das ist jemand, der kommt über die organische Suche, ne? Aber eben nicht mit entsprechenden Kampagnen-Tracking-Parameter. So, und genau da kann ich nachher sauber unterscheiden, was sind sozusagen normale, reguläre Besucher, die meine Seite irgendwie gefunden haben und konkret, was sind Besucher, die auf Basis meiner eigenen Werbeaktivitäten zu mir gekommen sind. Und genau das will ich natürlich hier an dieser Stelle betrachten und dann eine Auswertung entsprechend zuführen. Also alle Besucher, die auf einen Link inklusive dem Kampagnen-Tracking-Parametern geklickt haben und zu mir kommen, die haben wir genau hier in dieser Auswertung entsprechend drin. Der rosarote Panther ist heute auch bei uns aktiv. Herzlich willkommen an der Stelle. Und so kann man das dann hier eben wunderbar im System entsprechend zuordnen und auswerten. So, die Sarah fragt, empfehlen Sie bei Medium und Quelle die Standardnamen einzugeben, um diese zum Generaltracking dieser Quelle und dieser Medium dazu zu zählen? Oder zählt es dann zum Beispiel die E-Mail zweimal? Das ist eigentlich jedem überlassen, wie er das für sich nachher für wichtig empfindet. Es ist schon so, dass es in der Auswertung natürlich Sinn macht, sich so ein bisschen hier an die Zuordnung zu halten. Ja, wir sehen hier zum Beispiel, dass die Zuordnung zur Kampagnenquelle, also hier zur Source, wie wir sie hier oben haben, eben auch wirklich mit Quellen belegt werden soll. Da würde zum Beispiel für mich reingehören, das ist jemand, der kommt über Google, der kommt über Facebook, der kommt über eine andere soziale Plattform, wie auch immer. Damit ich das sozusagen einheitlich mit den normalen Berichten auch hier natürlich anschauen und durchsehen kann. Das heißt, insofern ist es hier vielleicht einfach mal hilfreich an der Stelle, dass man sich ganz kurz orientiert, in den Standard Analytics-Bericht einsteigt, dort mal unter Verweise schaut, weil dort tauchen ja genau entsprechend hier diese Quellen auf und einfach mal sehe, wie kann ich hier nachher die einzelnen Anbieter sozusagen zuordnen, wie präsentiert er sich hier. Also wir sehen bei Facebook gibt es zum Beispiel verschiedene Domänen, der kann aus m.facebook kommen, das wäre hier der mobile Bereich oder hier der kommt nur über facebook.com oder der hat hier noch ein anderes Subdomain, wo man teilweise dann zuordnen kann, ob der dann über eine Werbung kommt, etc. Also das wären hier erstmal die Möglichkeiten und es macht natürlich Sinn, genau diese Schreibweise im Idealfall aufzunehmen,
damit ich im späteren Fall hier eine entsprechende Vergleichbarkeit im System entsprechend habe. So, und in dem konkreten Beispiel würde ich dann zum Beispiel im zweiten, ich kann das einfach hier mal eben machen für euch. Das heißt, ich würde jetzt hier sagen, das ist einer, der kommt aus Facebook an der Stelle. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier das differenzieren und sagen, wir haben jetzt hier bei Facebook verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich also jetzt hier den Link zu meiner Aktion platziere, dann werde ich das wahrscheinlich erstmal in meinem ganz normalen Facebook-Profil als Post platzieren. Ja. Das heißt, in meinem normalen Profil arbeiten wir jetzt hier mit dem Medium Post. Das wird entsprechend jetzt hier auch bedient. Ne? Da fließt die Information ein. So, und da taucht auch hier Quelle Facebook und Medium Post an der Stelle auf. Hier wieder mit unserer Summer Academy an dieser Position. Und jetzt komme ich vielleicht noch auf die tolle Idee und sage, Mensch, ich will ja bei Facebook vielleicht dazu auch noch eine Anzeige formulieren. Also packe ich jetzt in die Ziel-URL an der Stelle dann hier das Medium Ads rein, um eben hier Anzeigen zuzuordnen. Das heißt, da haben wir jetzt entsprechend hier einfach ein verändertes Medium am Start. Das heißt, ich könnte jetzt hierüber eben sehr einfach schon mal differenzieren, wie viel Besucher habe ich eigentlich über meine entsprechende Facebook-Aktion bekommen und wie verhalten sich zum Beispiel die Ads versus der Post, die ich da an dieser Stelle setze. Das wäre jetzt eine Sache, die ich auf Basis von dieser Auszeichnung zuordnen könnte. Das heißt, im späteren Verlauf würde ich reingehen und sagen, okay, wir wollen mal die Kampagne Summer Academy an der Stelle auswerten und dann kann ich genau schauen, welche Quelle hat am besten funktioniert und vor allen Dingen, welches Medium hat in dieser Konstellation gut gearbeitet. Ja, und das ist natürlich nachher genau der Bericht, der euch weiterbringt, um eben hier im System dann an der Stelle gut zu arbeiten und diese Interaktionen im System dann entsprechend mitzubekommen. So würde ich persönlich das empfehlen. Und damit machen wir in unseren Projekten auch immer gute Erfahrungen und damit läuft das in der Regel auch ganz gut. So, bei QR-Codes würde ich also für jedes Medium einen separaten Code generieren mit einem Kampagnenbilder-URL. Ja, genau. Ne? Also so, wie es zu differenzieren ist. Und dann könnte man eben hier sagen, wie ihr das zuordnet, ist ja wurscht, dass ihr sagt, okay, ich lasse hier Medium, schreiben wir mal hier unseren QR-Code rein. So, der Kampagnenname ist ja immer noch unsere Sommerakademie, die mitläuft. So, und jetzt könnte ich sagen, das ist hier unser Flyer. Könnte ich da die Kampagnenquelle hier entsprechend errichten? Da gehen wir wieder auf die Webseite zu. So, und dann kommt das Ganze noch auf unser Plakat, was wir eben vorne an die Straße hängen wollen für die Interaktion. Dann hat er das hier mit dem Thema Plakat aufgenommen. Also so, das ist für euch im Anschluss nachher sinnvoll auswertbar und zuordnungsfähig ist. Ja, das ist das, was wir hier an dieser Stelle mitnehmen wollen. Und so muss man sich das nachher entsprechend vorstellen, damit das dann hier auch für die Auswertung entsprechend funktioniert. Ne? Das wären also hier die Beispiele, so wie ich da an dieses Thema generell herangehen würde. Und da muss man sich natürlich dann immer überlegen, wie man selbst das am besten hat, damit das hier optimal in dem System auch funktioniert. Ja, ihr seht übrigens, es macht natürlich sofort auch Spaß. Man kann sich, wenn man einen Newsletter versendet hat, natürlich mal direkt hier mit dem Echtzeitreport beschäftigen, um auch mal zu sehen, in welchem Zeitabstand kommen die Leute eigentlich rein. Also nicht in der Sekunde, wo ich jetzt sozusagen auf den Senden-Button des Newsletters klicke, öffnen ja die Leute auch sofort die E-Mail. Das kann ja durchaus mal einen Verzug haben, weil der jetzt vielleicht jetzt gerade 14 Tage im Urlaub und kommt erst dann wieder an seinen Arbeitsplatz und öffnet die Mail erst in 14 Tagen. Ja, auch sowas kann ich natürlich dann hier wunderbar schon einmal auswerten und dann innerhalb von meinem Analytics dann auch natürlich hier die Wirkung zu den ganzen Sachen nachher suchen und zuordnen. Das ist ganz einfach. So.
Ich denke, dass an dieser Stelle das soweit erstmal jetzt verstanden sein sollte. Wenn da noch irgendetwas unklar ist, bitte ich einfach hier im Chatfenster nochmal um eure konkreten Fragen, die wir dann gerne noch abarbeiten können. Ansonsten gehen wir mal eben kurz einen Schritt weiter. Das heißt, wir werden mal hier in den Akquisitionsbereich hineingehen. Und dort finden wir jetzt hier im Rahmen der Kampagnen, genau entsprechend hier auch den Menüpunkt, alle Kampagnen. So, und hier muss ich mal eben ein bisschen weiter ausholen. Das heißt, ich nehme mal hier das komplette Jahr mit rein, damit man auch sieht, wie sowas nachher in der Praxis aussieht. Das heißt, ich kann jetzt hier eben schon mal sehen, zu welchen Tagen, an welchem Datum konkret die Benutzer entsprechend hier auf meine Aktionen dann reagiert haben. Ja, kann ja durchaus interessant sein, dass man weiß, ah, das funktioniert ein bisschen Vorlauf. Die Leute vom Newsletter reagieren vielleicht erst nach 3 Tagen. Die Leute, die eben hier auf dem sozialen Netz unterwegs sind, die reagieren vielleicht mehr oder weniger sofort. Nicht? Also das wäre eine Sache, die ich hier aus dieser Auswertung natürlich ohne Probleme wieder zuordnen kann. So, und dann sehen wir, dann haben wir jetzt hier in der Auswertung zunächst mal sämtliche Kampagnen, die jetzt hier abgebildet sind. Also hier sind die ganzen Kampagnennamen aktiv im System. Und ich wechsle mal eben hier auf den Reiter Quelle Medium, weil dort sind dann nämlich genau hier die Informationen zu unseren von uns hinterlegten Namen zu Quelle zu Medium. Exakt so, wie wir das jetzt hier gerade in unserem Beispiel im entsprechenden Campaign-URL-Bilder auch im System eingetragen haben. Und hier sehen wir eine Situation, auf die wir Acht geben müssen. Das heißt, dieses System übernimmt schlicht und ergreifend die Informationen exakt so, wie sie hier im Rahmen des Tracking-Codes hinterlegt sind. Ne? Also, ob das jetzt hier groß oder klein geschrieben wird, großer Anfangsbuchstabe, wie auch immer. Also, hier wird das genau eins zu eins so vom System übernommen. Und das heißt, hier ist schon für mich auch wichtig, das zu beachten, dass man hier einfach bestimmte Schreibweisen festlegt, weil wir sehen das. Sonst habe ich einmal hier den Newsletter mit einem großen Buchstaben angefangen. Dann habe ich das gleiche Ding nochmal mit einem kleinen mit daneben. Und insofern ist meine Erfahrung die, dass es sehr gut ist, sowas mal im Unternehmen einfach konkret festzulegen und es allen beteiligten Mitarbeitern und Agenturen, ja, unbedingt wichtig, das sollte man sich mal notieren, mit auf den Weg geben, damit sich alle an diese einheitliche Schreibweise halten. Sonst habe ich daher hier totales Durcheinander in den Auswertungen. Der eine schreibt E-Mail klein und zusammen, der nächste schreibt E-Mail mit einem Bindestrich hinter dem E, der nächste schreibt es dann alles in Großbuchstaben. Und das sehen wir, macht natürlich hier diese Auswertungen dann auch nicht einfacher. Genau wie man jetzt hier festlegen sollte, ist E-Mail jetzt nun definitiv ein Medium. E-Mail wäre für mich aber keine Quelle in dem Moment, nicht? Also, dass man das auch in die richtige Ordnung setzt. Also dazu ganz einfach mal die Empfehlung, eine kurze Definition aufschreiben, das ist ja schnell gemacht, damit aber dann alle einheitlich in dieser Position arbeiten und was dann hier an der Stelle mit genutzt wird. So, ich sehe hier gerade wieder einige Fragen, die sehr wichtig sind. Und zwar bei Newslettern kann man auch alle Auswertungen direkt im Newsletter-Tool ziehen. Ja, das stimmt natürlich jetzt nicht ganz. Da müsst ihr mal bewerten, was sind Informationen aus dem Newsletter-Tool und was sind nachher hier Informationen aus Analytics. Das sind unterschiedliche Kennzahlen. Euer Newsletter-Tool hat natürlich eine eigene Statistik. Dort habt ihr Informationen, zum Beispiel, wie viel Newsletter habe ich versendet, wie groß war der Verteiler, wie viel sind angekommen, wie viel sind per Bounce zurückgekommen, wird euch das Newsletter-Tool mitteilen. Ihr habt Statistiken darüber, wie viele Newsletter tatsächlich geöffnet worden sind. Die könnt ihr in der Regel abrufen. Und dann bekommt ihr sicherlich auch eine Statistik, die euch sagt, wie viele Personen haben in den Newslettern auf einen Link geklickt. Aber dann ist das Newsletter-Tool am Ende
Ja, weil es natürlich jetzt keine weiteren Informationen mehr von eurer Webseite zieht. Zumindest sind die Tools, die ich kenne, in der Regel aufgebaut. So, das heißt aber genau hier setzt jetzt unser Google Analytics auf. So, weil da sehen wir jetzt natürlich, habe ich hier doch sämtliche Dimensionen Metriken zur Verfügung, die ich jetzt benötige, um eben hier weiterführende Informationen aus dem System zu ziehen. Ja, ich kann zum Beispiel schauen nachher, wie sieht denn hier die Conversion-Rate aus, ne? Also kann mir hier die Zielvorhaben jetzt einfach mal mit reinziehen und kann jetzt genau sehen, aha, hier die Leute aus dem Newsletter haben 6 Zielabschlüsse in dem Bereich. Hier dagegen haben hier die Facebook-Posts nur eine kleinere Anzahl etc. pp. Das heißt, genau hier kriege ich nachher die Zuordnung mit den Leistungsdaten hin, die ich benötige. Ja, wenn ich einen Webshop habe, kann ich das natürlich im Analytics mit meinen E-Commerce-Tracking-Daten abgrenzen. Ich kann genau sagen, okay, der Facebook-Post hat mir Umsatz X gebracht, mein Newsletter hat mir Umsatz Y gebracht und was wir über QR-Codes auf die Seite gekriegt haben, hat gar keinen Umsatz gemacht zum Beispiel. Ja, das ist genau die Basis, die wir hier innerhalb vom Analytics bekommen. Und das bekommt ihr in der Regel nicht aus eurem Newsletter-Tool raus. Da gibt es diese Verknüpfung mit der Webseite im Standard so nicht. Und das ist hier eben konkret Aufgabe der Analytics-Statistik. Und innerhalb vom Analytics habe ich jetzt ja auch hier, das ist ja gerade der Clou, natürlich die Möglichkeit, jetzt genau die unterschiedlichen Quellenmedien auch zu bewerten. Ja? Ist jetzt Facebook besser gelaufen als der Newsletter? Also wo stecke ich mein Geld rein? Sind die Anzeigen generell besser gelaufen im Verhältnis zu den Posts? Also ja, macht die kommerzielle Werbung mehr Sinn oder ist es sinnvoller, Zeit zu investieren, um die eigenen Posts zu schreiben? Nicht, wo haben wir dort die besseren Leistungsdaten nachher? Exakt, das ist eben hier eine Auswertung, die wir wunderbar in unserem entsprechenden Analytics direkt hinbekommen. Wenn ich mit den Statistiken der einzelnen Tools arbeite, ja, dann muss ich jetzt erstmal in den Newsletter, in die Statistik rein, dann muss ich in die Facebook-Statistik rein, habe aber immer noch nicht alle Leistungsdaten zwangsläufig aus der Webseite dazu. Ja, also da sehen wir, gibt es schon deutliche Defizite und wesentlich mehr Arbeit natürlich. Und da bin ich einfach ein Fan davon, diese Prozesse doch wesentlich zu verbessern und zu vereinfachen. Die Personen, die jetzt das ganze Ding hier automatisch noch haben wollen, also ich würde jetzt dann empfehlen, dass man sagt, wir können uns hier jetzt noch zum Beispiel als sekundäre Dimension den Kampagnennamen eben mal fix mit dazuziehen. Kampagne, wenn man es richtig schreibt, funktioniert es auch. So, dann haben wir hier praktisch alle Informationen, Parameter erstmal zunächst zur Verfügung. Und dann, erinnert ihr euch bitte, gibt es ja hier bei Google Analytics die Möglichkeit über den Menüpunkt teilen, ne, das dann hier an einen E-Mail-Verteiler zu schicken. Und das kann ich dann eben wie immer auf einmal täglich, monatlich oder wöchentlich oder auch quartärlich im System einstellen. Kann man das hier an der Stelle eben wahlweise als PDF oder Excel-Export aus dem System ziehen. Das ist eine normale Google Analytics-Funktion, die ihr hier an dieser Stelle nutzen könnt und wie wir das hier an dieser Stelle mit vorbereiten. Der Patrick ist natürlich hier ganz fix dabei und hat gleich erkannt, dass ich hier noch in einem Universal Analytics arbeite und nicht, wie versprochen, im Analytics 4. Aber das können wir hier direkt mit einem Mausklick verändern. Auch im Analytics 4-Account haben wir natürlich diese Auswertungsmöglichkeiten direkt zur Verfügung. Das heißt, ich habe hier auch wieder den Akquisitionsbereich, in dem wir hier jetzt direkt arbeiten können. Wir können hier einfach mal in die Akquisitionsübersicht an der Stelle gehen. Wir stellen uns hier wieder auf das gesamte Jahr ein, damit wir den Vergleichswert haben. Wobei hier, darum bin ich erstmal auf den anderen Account gegangen, Patrick. Dieses Analytics 4-Konto läuft hier noch nicht so lange im System. Darum haben wir hier noch nicht so viele Kennzahlen drin. Und darum hatte ich das zunächst erstmal für mich bevorzugt. Wir sehen, das läuft hier erst ab Mitte April, dass wir das erstmal mit mehr Content einfach im Universal Analytics sehen. Aber inhaltlich ist es hier genau auch so heute 1:1 abgebildet. Das heißt, ich kann hier jetzt auch direkt im System einsteigen
und hier jetzt Sitzungen nach Quelle Medium und Kampagne mir zum Beispiel direkt im System auch anschauen. Und dort haben wir dann genau die gleichen Informationen im Abruf. Ja, also das ist im Grunde genommen genau 1:1 im System nachher auch hier verfügbar. Ja, also hier sehen wir schon, da laufen auch natürlich Quelle Medium genau hier unsere gleichen Informationen hier im System mit hinein. Und jetzt muss ich mal schauen, wo hier die der Kampagnenname versteckt ist. Der müsste im Akquisitionsbereich liegen. Kampagne mit einem ersten Nutzer. So, kommt hier zusätzlich mit rein. Dann machen wir den ganzen Part hier nochmal ein bisschen umfangreicher, länger von der Gestaltung der Tabelle. Und hier haben wir jetzt genau im Google Analytics 4 Account das Pendant zu unseren Auswertungen entsprechend drin. Also hier sehen wir wieder Newsletter-E-Mail mit dem entsprechenden Kampagnennamen dazu. Da sind eben alle Informationen hier zusammengefügt, die genau in diesem Bereich Verwendung finden. So. Also die Frage ist besprochen. So, Art Cleantech fragt, ja, wäre auch noch interessiert, was die neuen Möglichkeiten Analytics 4 sind, gerade auch Downloads etc. und wie alternativ zu Cookies funktioniert. Das machen wir im Analytics 4 Kurs, der noch, der einmal schon stattgefunden hat und der noch mal im Q stattfindet, aber heute nicht im Thema des Kampagnentrackings. Das konzentriert sich wirklich erstmal auf diese Situation. In meinem Account sind keine Untergruppen der Akquisition drin. Sind wir jetzt bei Marketing Zeiss? Nee, Marianne fragt das. Im Analytics 4 oder im Analytics, im Universal Analytics? Wobei die Inhalte sind immer identisch, also da gibt es keinen Unterschied zwischen den Systemen. Die Daten laufen natürlich immer erst dann im System ein, wenn auch jemand über diese Quelle Medium logischerweise dann als Besucher auf die Webseite kommt. Vorher habe ich natürlich hier konsequenterweise keine Informationen zu diesen Themen. Da würde also erklären, wenn das also noch sozusagen leer ist. Das heißt, ich muss natürlich überhaupt erstmal hier mit dem Kampagnentracking, mit diesen Links arbeiten, damit diese Informationen eben auch Zugang bei mir im System finden. Automatisierte E-Mails gibt es im Google Analytics 4 aktuell nicht und insofern das auch relativ schnell abgetan. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit vor uns und da will ich natürlich genau an dieser Stelle auch mit euch noch einmal aufsetzen. Das heißt, wie kriegen wir das dann hin, wenn ich jetzt hier in diesem Kontext an der Stelle weitere Auswertungen dann im System entsprechend haben möchte? Ich würde aber gerne noch eine Thematik kurz vorab machen. Wenn ihr euch mit diesem Kampagnen-Tracking anfangt zu beschäftigen, dann ist natürlich eins klar, und zwar habt ihr natürlich jetzt erstmal eine ganze Menge mehr an Arbeit. Warum? Na, ihr müsst ja für jede Kampagne, für jede Quelle, für jedes Medium auch tatsächlich einen individuellen Leak erzeugen. Das ist natürlich schon eine Mehrarbeit. Ne? Heute, wenn ihr da eben nicht mit den entsprechenden Tools arbeitet, reicht es ja, wenn ich einfach meine Standard-Ziel-URL in die Seite einstelle, ne, und dann als Besucher sozusagen da aktiv werde. Das ist ja gar kein Thema. Aber jetzt müsst ihr tatsächlich euch hier die Mühe machen und müsst entsprechend hingehen und tatsächlich hier für jede Quelle, für jedes Medium, für jede Kampagne immer einen individuellen Link produzieren. Darum war meine Einlassung am Anfang. Wenn ihr euch schon mal auf Source, Medium und Name hier vielleicht konzentriert, dann habt ihr schon mal die wesentlichen Informationen alle mit am Start. Ne? Und das wird für eure Auswertung schon mal eine deutliche Erweiterung sein. Und das ist natürlich hier eine Situation, über die man nachdenken muss. So, das ist natürlich immer händisch zu tun. Das behindert in der Tat nachher auch wirklich so ein bisschen den Arbeitsablauf. Und das ist an der Stelle nicht einfach.
So, was kann man einfach tun? Also wir haben natürlich die gleiche Herausforderung auch hier bei uns gehabt und wir haben das ganz einfach damit gelöst, dass wir uns hier zum Beispiel jetzt über Google Tabellen einfach ein Sheet aufgebaut haben. So, und hier setze ich praktisch über die Funktionen von Google Tabellen einfach meine jeweiligen Links schon automatisch. Das heißt, ich habe hier meine Standards, mit denen ich arbeite, wo jetzt ich meine Links wahrscheinlich platzieren würde, schon mal alle fertig im System vorgegeben. Hier ist Facebook Post Ad, hier ist LinkedIn Post Ad, Xing, genau das Gleiche. Bei Twitter haben wir hier Posts, bei Google My Business platziere ich natürlich auch regelmäßig, das wisst ihr, da habt ihr ja diese Funktion auch, entsprechende Informationen. Dann haben wir hier unseren Newsletter mit dabei, dann haben wir vielleicht bei Microsoft Ads noch Sachen mit am Start. Im Rahmen der YouTube-Beschreibung legen wir natürlich diese Links auch dort im System mit rein. Das heißt, das wären hier jetzt mal in meinem individuellen Beispiel die Kanäle, die eben regelmäßig mit bedient werden. Die kann man jetzt natürlich beliebig entsprechend mit ergänzen. Und das System funktioniert im Grunde genommen ganz einfach. So haben wir das aufgebaut. Das heißt, ich habe hier einfach eine entsprechende Zielseite, die ich im System jetzt hier eintrage. Na, da machen wir jetzt eine neue Aktion. Neue Zielseite mit am Start. So, die Zielseite bekommt hier jetzt auch noch einen individuellen Namen. Google Summer Academy. Ich nehme immer sehr gerne nochmal das Datum auch direkt mit rein, 18.08.21, damit ich später noch genau weiß, wann konkret ist diese Aktion eigentlich mal gestartet worden. Ja, das hilft uns wieder nachher im Verlauf der Auswertung nochmal zu erkennen, bis wann kommen die Leute denn tatsächlich noch auf die Seite. In irgendeinem Projekt mal jemand, der hat erst nach einem Jahr den Newsletter gefunden und draufgeklickt. Also solche ulkigen Dinge kann man da zutage fördern. So, und ich habe jetzt hier im Rahmen von Google Tabellen dann einfach eine Formel hinterlegt, die zunächst erstmal alles hier in Kleinschreibung umsetzt, die einfach Leerzeichen gegen einen Bindestrich austauscht, damit man eine möglichst einheitliche Schreibweise hat. Und mit dem Tool habe ich natürlich auch einfach die Möglichkeit, hier die Schreibweisen der Quellenmedien von vornherein festzulegen. Ob ich das jetzt groß, klein oder wie auch immer geschrieben haben möchte, das kann ich natürlich hier sehr easy im System mitziehen. Das heißt, ich brauche nur meine Ziel-URL reinkopieren, gebe hier einfach meinen Kampagnennamen an der Stelle vor und wir haben gesehen, sofort hat das Tool hier die ganzen anderen Felder ausgerechnet. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach reingehen, kann mir hier sozusagen meine Links direkt einfach per Paste and Copy rauskopieren, die dann in das entsprechende Tool direkt einsetzen. Und damit habe ich natürlich hier erstmal wesentlich geringe Fehlerquelle. Ich habe keinen großen Zusatzaufwand, da kann man wunderbar mit arbeiten. Also so etwas wäre aus meiner Sicht eben durchaus für euch in der Praxis empfehlenswert, damit man da entsprechend hier gut mitarbeiten kann. Also so läuft es nachher in der Praxis. So, da kann man, wie gesagt, hier ganz einfach mit aufsetzen. Wer da Interesse hat, würde das auch hier im Anschluss zur Verfügung stellen. Gar kein Thema. Ne? Also das wäre erstmal ein Tool, was in jedem Fall hier hilft. Vor allen Dingen kann man gleich allen Projektbeteiligten da Zugriff drauf geben. Man kann hier die Felder, die man eben schützen möchte, mit einem Kopierschutz versehen. Das ist natürlich das, was dann die Sache durchaus vereinfacht in der Praxis. So, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wir haben ein Tool, was uns unterstützt, diese Auszeichnung der Kampagnenparameter auch aktiv vorzunehmen, sodass wir möglichst wenig Arbeit haben. So, und jetzt kommen wir last but not least natürlich noch in eine Konstellation, dass wir das hier jetzt auch noch entsprechend auswerten wollen. Und bevor wir uns jetzt hier im Analytics selbst dort die Mühe machen, wäre ich natürlich jetzt dabei und würde mit euch mal direkt hier das Ganze
im Data Studio vornehmen. Ja. So, Data Studio, ihr wisst, bin ich ein großer Fan von. Hatten wir auch schon eine tolle Veranstaltung, wo ihr sehr gut mitgearbeitet habt. So, das heißt, ich mache jetzt hier ganz einfach im Data Studio Account eine neue Datenquelle auf. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Google Live Webinare. Ich logge hier mit meinem Google Analytics 4 Account an. So, das ist die Datenquelle, die heißt Google Summer Academy und ist GA4 Test an der Stelle. So, jetzt verbinden wir diese Datenquelle mal eben flux. Zack, dann haben wir das schon gemacht. So, der Vorteil ist auch hier wieder, dass wir natürlich sofort schon mal im Überblick sehen, was ist eigentlich hier an Daten zur Verfügung. Ne, welche Informationen kann ich eigentlich aus dem System per Data Studio aus dem Analytics 4 rausziehen? Wir sehen, aktuell haben wir hier 96 Datenfelder zur Verfügung. Findet ihr unten rechts in der Ecke hier an der Stelle diese entsprechende Information. Und damit haben wir schon mal den ersten Schritt getan. Ich mache eben noch eine Veränderung und sage, es gelten jeweils die Anmeldedaten des Betrachters, weil dann würde ich heute auch hier den Report gleich mit euch teilen können. Dann habt ihr da schon mal eine Vorlage, wenn ihr in diesen Bereichen damit arbeiten wollt. So, Datenquelle fertig. Jetzt gehen wir ganz einfach in den Menüpunkt Bericht erstellen hinein. Es wird auf Basis unserer Datenquelle hier gleich ein neuer Bericht im System erzeugt. Er schlägt mir hier auch eine Tabelle vor, die will ich aber nicht haben. Lösche die gleich mal wieder raus. Ich würde mal eben fix hier das Ganze anpassen auf Bildschirmformat, Querformat. 16:9, das ist das, was man eben hier auf der Webseite dann auch im Browser gut betrachten kann. Ihr werdet das ja im Regelfall auf eurem Desktop oder Notebook wahrscheinlich aufrufen. So ist es hier jetzt vorgesehen. So, und jetzt gehen wir hier rein. Könnten wir das noch eben beschreiben? Das ist die Google Summer Academy 2021. Und zwar ist das hier unser Kampagnenreport, den wir hier an dieser Stelle aufsetzen wollen. So, wir fügen ein Diagramm hinzu. Ich nehme hier ganz einfach mal eine Tabelle mit an der Stelle. So, wollen wir erstmal nur die Tabelle machen, bin ich da mal sehr großzügig mit dem Platzbedarf. So, jetzt schauen wir mal rein, was das System hier im Angebot hat. Und wir haben ja schon gesehen, dass es zunächst mal hilfreich ist. Wo haben wir sie? Hier das Medium, hier ist die Quelle zuzuordnen. Dann holen wir uns das Medium dazu. Dann gibt es hier die Kampagne, die wir da mitnehmen. So, Quelle, Medium, Kampagne haben wir hier mit am Start. Und jetzt würde ich an Metriken hier unten rausziehen und würde sagen, da hätte ich gerne mal die Sitzungen mit rein. Es gibt hier die Engagement Rate. Ja, es gibt ja hier im Analytics 4 keine Absprungrate mehr. Es gibt hier sozusagen das Gegenstück, das ist die Engagement Rate. Das heißt, wir schauen nicht mehr, wie viele Leute hauen gleich ab, sondern wir schauen rein, wie viele Leute arbeiten intensiv mit unserer Webseite. Das ist ja das, was wir im Regelfall auch steuern wollen. Dann bestand der Wunsch, dass wir unsere Conversions hier noch mit dazu nehmen. Ich könnte jetzt theoretisch da oben auch noch mal die Ereignisse auch noch mit reinlaufen lassen, dann wird es aber etwas unübersichtlich. Das lasse ich jetzt erstmal. Also Aufrufe, Sitzung, Engagement, Conversion. Was interessiert uns noch? Vielleicht wäre hier noch mal sinnvoll,
So, die haben wir hier mal fix im System kurz eingetragen. Also Quelle, Medium, Kampagne. Alles relevante Informationen, die wir hier für unser Kampagnen-Tracking haben. Dazu die Nutzer insgesamt, die Aufrufe lassen wir mal hier raus. Dann haben wir die Sitzungen mit dazu, Engagement Rate und die Convergence, weil wir wollen ja wissen, was hat funktioniert. Und das könnte ich natürlich jetzt theoretisch und praktisch, das wisst ihr, beliebig ergänzen. So, formatieren wir einfach die ganz kurz durch, indem wir hier die so ein bisschen in der Breite optimieren. Beim Stil in der Engagement Rate, das ist die 1, 2, 3, die dritte Spalte. Hätte ich gerne eine Heatmap mit drin und hätte gerne die Dezimalzahlen auf eine Stelle. Und wir machen das mal hier in einem zarten Grünton. Die hohen Engagement-Raten sind jetzt etwas dunkler eingefärbt. Je weiter nach unten es geht, je heller wird das System. So, und damit wir das Ganze später gut bedienen können, brauchen wir natürlich eben nochmal die Zeitraumsteuerung, die wir hiermit einsetzen. Dann nehme ich als Steuerelement einmal die Dropdown-Liste mit dem Inhalt Kampagne. Ich hole mir noch eine Dropdown-Liste rein mit dem Medium und eine weitere Dropdown-Liste, wo entsprechend hier die Quelle abgebildet wird. Praktischerweise hat er die gleich schon automatisch auch vorgeschlagen. So sieht das doch halbwegs vernünftig aus. Den automatischen Zeitraum stelle ich jetzt mal auf das aktuelle Jahr ein. So, dann füllt sich das gleich mal mit ein paar mehr Informationen. So, und wir haben hier noch die Überschrift, die wir jetzt hier reinstellen werden. Das machen wir hier über das gesamte Feld. Und das ist unser Google Summer Academy. Und zwar ist das der Data Studio Report zum Thema Kampagnen-Tracking, den wir jetzt hier bedienen. Das können wir ein bisschen größer schreiben, sollte mit 30 Pixeln ganz gut hinpassen, zentrieren, einmal in Bold setzen. Wir haben eine vernünftige Überschrift über dem Thema. So, und da haben wir doch schon mal einen ganz guten Report, mit dem wir hier an dieser Stelle jetzt arbeiten können. Das heißt, ihr geht nachher einfach in den View-Mode hinein. Dann ist das jetzt hier sozusagen eure Darstellungssituation. Ihr habt hier also sämtliche Parameter zur Verfügung, die ihr abrufen könnt. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hier mal in Quelle hineinklicken und sagen, okay, deaktiviere mal alle, weil ich würde jetzt gerne mal hier zum Newsletter die verschiedenen Auswertungen haben. Dann habe ich jetzt hier eben über einen Filter das auf meine Kampagnenquelle Newsletter eingestellt. Ich sehe dazu die verschiedenen Medien mit am Start und habe hier die verschiedenen Kampagnen, die jetzt über diesen Newsletter versendet worden sind. Ich sehe zu dem jeweiligen Newsletter, zur jeweiligen Kampagne, die Anzahl der Nutzer, die darüber zu mir zurück auf die Webseite gekommen sind. Wie viele Sitzungen haben diese Nutzer ausgeführt? Wie war das Engagement? Und an der Stelle ist hier eventuell auch noch eine Conversion erzeugt worden. Es kann nicht sein, dass hier, wahrscheinlich haben wir hier keine Conversion drin. Nee. Die sind zwar eingestellt, aber die sind wahrscheinlich nicht durchgeführt, weil wir die Seite ja im Regelfall nur zum Test an der Stelle mitnehmen. So, das heißt, damit kann ich natürlich hier wunderbar in die Auswertung gehen. Ich könnte aber genauso gut sagen, ich möchte jetzt hier speziell nur eine ganz bestimmte Kampagne, nämlich mein Newsletter 2021 auswerten. Ja, dann habe ich den hier so individuell mit am Start. Guck mal eben hier, ob wir irgendwas haben, wo wir verschiedene Google-Schulung, Google Analytics, verschiedene Sachen mit in der Auswertung haben.
Ja, das sind hier die Namen, die halt auftauchen. So, und damit haben wir jetzt hier einen Data Studio Report, der jetzt direkt die Möglichkeit bietet, hier sämtliche Auswertungen zu machen. So, und jetzt kennt ihr natürlich wieder die Vorteile. Der Data Studio Report ist ja über meine Datenquelle fest mit meinem Analytics-Account verbunden. Das heißt, ich muss diesen Report ja in Anführungsstrichen nie wieder erneuern. Warum? Weil der zieht ja immer automatisch aktuell sämtliche neue Daten. Das heißt, hier gibt es eigentlich auch gar keine Notwendigkeit, den nochmal per E-Mail zu verschicken, weil der ja ständig aktuell ist. Also ich muss immer wieder nur den Report, den Link öffnen und habe jeweils die tagesaktuellen Daten hier auch direkt zur Verfügung. Darüber hinaus kann ich natürlich, wenn ich das gerne möchte, entsprechend hier über die Funktionen auch noch eine E-Mail-Zustellung planen. Das heißt, dann bekommen alle Personen, die für diesen Bericht freigegeben sind, entsprechend auch nochmal eine E-Mail mit der Information, hier bitte wieder mal reinschauen in das System. Und natürlich gibt es hier auch wieder die Funktion, dass wir das Ganze nochmal dann auch als PDF herunterladen können. Ja, geht natürlich genauso hier Bericht herunterladen. Dann ist es als PDF-Dokument mit am Start. Und damit kann man natürlich hier wieder wunderbar im System arbeiten. So, Nutzer einladen. Ich verwalte den Zugriff. Ich gebe hier alle Personen frei, die über den Link verfügen. Den Link wiederum packen wir hier mit in das Chatfenster. Nein, dann solltet ihr da jetzt auch gleich drauf zugreifen können. Ihr werdet aber in dem Moment, wenn ihr den jetzt kopieren wollt, müsst ihr das mit eurer eigenen Datenquelle zunächst verknüpfen. Also ihr müsst das mit eurem eigenen Google Analytics 4 Account machen, weil ich, das hattet ihr gesehen, hier im Vorfeld eben gesagt habe, die Anmeldedaten des Betrachters sind eben nur mit seiner eigenen Datenquelle abzurufen. Der Regelverlauf wäre, dass ich hier auf meine Daten auch Zugriff gebe. Das habe ich hier mal in der Stelle deaktiviert. Das heißt, hier muss im Vorfeld eine eigene Analytics 4 Datenquelle geschaffen werden. Im Zweifelsfall habt ihr alle Zugriff auf den Demo-Account vom Merchandise Center euch schon geholt. Dann könnt ihr jetzt zu Übungszwecken den natürlich auch direkt benutzen. Das ist natürlich überhaupt kein Thema und völlig einfach anzuwenden. Ja, da haben wir alle Daten, die wir brauchen. Das Schöne ist, wie gesagt, immer am Data Studio, dass wir natürlich hier, das kennt ihr schon, die Möglichkeit habt, einfach auch mehr als zwei Dimensionen hier jetzt zusammenzufügen. In dem Fall habe ich jetzt hier drei Dimensionen mit reingenommen. Vielleicht könnte man sogar noch überlegen, ob es sinnvoll ist, die Landingpage damit aufzunehmen. Also wenn ich jetzt in einem Newsletter verschiedene Landingpages bediene, dann möchte ich natürlich auch die nachher hier in der Auswertung sehen, die Leute nachher benutzt haben. Das wäre also hier vielleicht noch eine weitere Dimension, die sinnvoll sein kann. Aber das müsst ihr nachher für euch entscheiden, was ihr da tut und wie ihr mit den Sachen da umgehen könnt. Das ist natürlich euch an der Stelle ganz einfach überlassen. Gibt es im Data Studio eine Liste, welche Dimension mit welchen Messwerten verbunden werden kann? Nein, das muss man über das Google Analytics da sich erschließen. Und zwar gab es oder gibt es da ja den, wie heißt er denn, Dimensional Metric Explorer, den es dazu gibt. Da hatten wir auch den entsprechenden Link aufgezeigt. Ansonsten googelt ihr einfach nach Google Analytics 4 Dimensional Metric Explorer. Ich glaube, der ist mittlerweile ja auch aktiv verfügbar. Und da habt ihr genau die Informationen, die ihr benötigt. Also jetzt hier aus dem Data Studio heraus erschließt sich das in dieser Konstellation nicht. Ja, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. So schnell vergeht die Zeit, wenn man es hier mit spannenden Themen zu tun hat. Und insofern haben wir das alles hier in der Praxis durchgesprochen. Ach ja, Link-Shortener. Wenn euch der Link im Standard irgendwie unbequem aussieht, dann ist das technisch überhaupt kein Problem.
den über einen Bit-Shortener zu verkürzen. Und das kann man mitnehmen. Im Standard ist übrigens hier, das haben die aufmerksamen Betrachter von euch gesehen, auch shorten URLs schon im System hiermit verfügbar. Das funktioniert in diesem Beispiel hier direkt über Bitly. Ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, weil ich habe natürlich auch einen Bitly-Account, ob das Voraussetzung ist, dass man auch bei Bitly einen Account hat oder ob das grundsätzlich hier über das Tool funktioniert, bin ich jetzt gerade nicht sicher, müsst ihr nochmal ausprobieren. Ne? Im Zweifelsfall gibt es bei Bitly die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Account dort auch zu holen und damit kann man hier genau diese Sachen auch wunderbar erarbeiten. Okay, ich sehe schon jemanden, muss sich registrieren, geht aber wie gesagt kostenlos, das ist keine Frage an der Stelle. Sandra sagt, nö, ist kein Account nötig. Okay, ihr findet es raus, dass das eine Sache, die ja jetzt einfach zu überprüfen ist. Nur mit einem vernünftigen Kampagnen-Tracking kann ich die verschiedenen Aktivitäten, die ich mache, eins zu eins miteinander vergleichen. Den Newsletter mit der Google Ads-Werbung, die Social-Media-Werbung mit den Links, die ich im Blog platziere, die QR-Codes, ob die überhaupt jemals angeklickt werden. Nicht, das ist eben hier Voraussetzung, dass wir das mit einem vernünftigen, sauberen Tracking jeweils ausprobieren. Ob eure Posts besser arbeiten in der Situation wie eure Ads, die ihr vielleicht in den sozialen Netzen verwendet, ist natürlich wichtig, damit ich weiß, wo stecke ich nachher das Geld rein oder die Ressourcen in dem Fall vielleicht besser formuliert. Hat Kampagne A erfolgreicher gearbeitet als Kampagne B, ist natürlich so ein Standard, den wir in jedem Fall mitnehmen wollen. Und das, wie gesagt, alles hier ohne großes Trara über meine Google Analytics Statistik, egal ob Universal oder Google Analytics 4. Ich finde die Kennzahlen hier nachher in beiden Systemen und das ist insofern auch wieder ohne Probleme machbar und sinnvoll. Man muss sich eben vor der Konzeption im Vorfeld mal zwei, drei Gedanken machen, sollte eine Festlegung treffen. Ich empfehle einfach über so eine Art Google-Tabellentool zu arbeiten, weil da haben alle Mitarbeiter Zugriff drauf. Jeder kann sich sofort seine Aktionslinks einfach und bequem erzeugen. Es kommt in der Regel hier zu keinen Schreibfehlern, außer vielleicht mal im Kampagnennamen. Das kann passieren, aber ist auch egal. Wir haben zumindest immer alle Kampagnen denselben Schreibfehler. Also das geht für die Auswertung auch wieder gut durch. Und damit sind wir dann hier auch schon gut am Start. Und insofern ist das für mich Pflichtprogramm, gehört in jeden guten Online-Marketing-Haushalt natürlich hinein und darf im Grunde genommen in keiner Konstellation entsprechend hier fehlen. So, alles, was zu beachten ist, hatte ich in der Zwischenzeit auch schon euch so erläutert und jeweils explizit darauf hingewiesen, haben wir also auch abgearbeitet, die Folie. Das heißt, die Praxis ist schon erledigt. Eure Fragen beantworte ich gerne gleich noch an der Stelle. Und ansonsten war es das schon wieder für heute, für den Einstieg des Tages. Ich hoffe, ihr habt für euch was mit rausziehen können, was euch in der Zukunft hilft, eben hier noch besser, noch professioneller zu arbeiten. Habt vielleicht das ein oder andere Tool gesehen, wie schnell ist ein Data Studio Report aufgebaut mit allen relevanten Informationen. Wenn auch irgendwas klemmt, dann kann ich das gerne nochmal nacharbeiten. So, das war's. Vielen Dank von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen weiter erfolgreichen Tag. Super mitgemacht. Großes Daumen hoch von meiner Seite. Und insofern, ja, bis zum nächsten Mal. Morgen ist, glaube ich, das Thema Google Optimize dran. Wer da noch Spaß hat. Und wir werden das natürlich auch bis ins nächste Jahr wieder vorplanen. Da sind wir gerade mit in der Bearbeitung. Und insofern freue ich mich schon drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Von meiner Seite aus, euch einen schönen Tag. Euer Joachim Schröder.